Ja, hi. Mein Name ist Jan Hegenberg und ich bin gebeten worden, nochmal zu erzählen, wie das ist, wenn man in Wiesbaden sein Auto komplett abschafft. Diese Ehre wurde mir zuteil letztes Jahr, weil ich mich beruflich verändert habe und jetzt nicht mehr darauf angewiesen bin, damit zu pendeln. Und dann war für uns ziemlich schnell klar, okay, ist ein bisschen teurer Spaß, für 2 Fahrten zum Supermarkt im Monat ein eigenes Auto hier vor der Haustür stehen zu haben. Und dann haben wir es halt verkauft. Wir hatten vorher ein paar Monate so Versuchsreihe eingebaut, um zu gucken, ob wir das wirklich schaffen. Haben gemerkt, okay, also ganz ohne Auto ist ein bisschen schwierig. Grad, wir haben 3 Kinder und 2 Katzen. Da gibt es immer mal Gelegenheiten, wo man größere Mengen Lebensmittel einkaufen muss oder Katzenstreu oder sowas. Da ist man dann doch ein bisschen aufgeschmissen, wenn man gar keins zur Verfügung hat. Oder Kinder wollen mal spontan irgendwo hin zum Kindergeburtstag und dann ist der halt nicht um die Ecke, sondern irgendwo in einem Vorort, wo man mit dem Bus 2 Stunden hinfährt. Da haben wir gemerkt, also ganz ohne Auto wird es schwierig. Deswegen haben wir uns dann ziemlich schnell so einen Account hier bei Book & Drive geholt. Und in der Kombination hat das wirklich sehr viele Vorteile. Ich will jetzt nicht sagen, es hat gar keine Nachteile. Klar, auch das ist nicht immer 100% zuverlässig. Wenn man wirklich das eigene Auto vor der Tür hat, dann kann man natürlich ganz spontan immer da einsteigen, hat da seine ganzen Sachen drin und sowas. Das ist mit einem Leihauto ein bisschen was anderes. Aber es hat halt eine ganze Menge Vorteile auch. Erstmal ist es ein riesen Kostenfaktor. Ich habe das mal vergessen. Ich habe immer wenn ich an der Tankstelle stand, habe ich gedacht, oh guck mal, der Liter Diesel ist wieder teurer geworden. Was ein teurer Spaß. Aber dass wir auch für Versicherungen und Steuern und vor allen Dingen Reparaturen eine ganze Menge Kohle gezahlt haben, das fällt mir erst jetzt so auf. Wenn man dann so guckt, wie viel Geld so hängen geblieben ist in Monaten, dann ist das schon ein größerer Posten, der da weggefallen ist. Und ich bin auch dankbar, dass ich diese Verantwortung los bin. Wir wohnen sehr zentral mitten in Wiesbaden. Da gibt es wenig Parkplätze, manchmal auch gar keine Parkplätze. Das heißt, man muss sich eigentlich immer darum kümmern, wo stellt man das Ding hin. Es ist auch nicht so wirklich, wie soll ich sagen, ein großer, also Freiheit, die persönliche, spielt immer nicht mehr so eine große Rolle, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwo wegfahre, dann kriege ich keinen Parkplatz mehr. Das heißt, es gibt nur bestimmte Zeiten, die ich eigentlich nur nutze, weil ansonsten weiß ich, ich muss wirklich 2 Kilometer weit wegparken. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Wenn ich in so ein Mietauto einsteige und dann sehe ich irgendwie das Lämpchen leuchtet, dann denke ich, ja, das ist nicht mein Problem, da muss ich irgendwie Book & Drive drum kümmern. Oder ob da jetzt Winterreifen drauf sind oder ob der Motor komische Geräusche macht, das ist alles nicht mehr in meinem Denken vorhanden. Alles, was ich gucken muss, ist, dass meine Fahrradkette geölt ist und mein Helm irgendwie da ist und dann geht es eigentlich los. Und das ist der zweite Vorteil, also gerade wenn man zentral in einer Großstadt lebt, es geht einfach viel schneller. Also ist jetzt, klar, das Auto fährt schneller, aber wenn ich jetzt von mir zu Hause zum Wiesbadener Marktplatz fahren will, um da auf dem Wochenmarkt einzukaufen, dann bin ich mit dem Fahrrad 10-mal schneller. Das, allein der Weg zum Parkplatz und zurück fällt weg. Man fährt die Emser Straße schön runter und ist sofort da. Man bewegt sich ein bisschen und es ändert auch so ein bisschen das ganze Denken. Dadurch, dass ich zwar theoretisch ein Auto zur Verfügung hätte, aber weiß, ich muss dann was bezahlen, ist das was ganz anderes, als wenn ich das Auto immer vor der Tür stehen habe und eigentlich eher ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es gar nicht benutze. Da sage ich eher, ach komm, ich fahre jetzt mal da und da hin. Und jetzt ist es so, ich denke, okay, brauche ich denn wirklich ein Auto? Und mache auf einmal Strecken zu Fuß, von denen ich bis vor 2 Jahren noch gedacht habe, oh Gott, das ist ja viel zu weit. Da muss ich ein Auto nehmen. Ich bin zu meinem Zahnarzt in der Dotzheimer Straße mit meinem Auto gefahren. Irgendwie habe ich mich gedacht, ja, das ist ja viel zu weit. Da kann ich ja nicht hinlaufen. Aber wenn man dann das Auto erstmal nicht mehr hat, dann merkt man, okay, man kann doch ziemlich weite Strecken laufen. Und das ist auch eigentlich das schönere Gefühl. Man ist nicht mehr so angewiesen darauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht mehr so abhängig von der Maschine zu sein, die mich außerdem ziemlich viel Geld gekostet hat. Ja, also abgesehen von diesen Hürden am Anfang, als das mit dem Carsharing noch nicht so gut war und so ein paar Anmeldeunfälle passiert sind, wo das Auto dann woanders war oder es ging nicht oder es war erst eine Stunde später da. Wenn man sich dann so ein bisschen eingelebt hat, dann ist das eigentlich eine Situation, die ich nicht mehr ändern wollte. Also in der Großstadt würde ich mir nicht mehr selbst ein Auto kaufen. Wenn ich mal wieder aufs Land ziehen sollte später, dann überlege ich es mir nochmal. Aber hier überwiegen die Vorteile echt ziemlich klar.